beste Freundin. Und da kam halt auf Snapchat ganz komische Bilder über, also von sehr exotischen Bildern, weil Typen denken, dass dass dann die Frau direkt auf sie steht und so, ne? Kannst du etwa denken, was für Bilder? Let's go. Und Pensi-Bilder. Ja, genau. Und heutigen Zeit wunderschön anzusehen. Du einer musst auch ein Kompliment da gut dagegen machen, ne? Einer hatte so einen Tick, dass er sich Frauentangas angezogen hat. Ja, du, heutzutage ist auf OnlyFans mittlerweile also auf wir Twitch können schlafen. Alles möglich, ne? Wir können schlafen. Tim. Ich bin arbeiten. Sorry, tut mir leid. Nachtschicht und so. Ne, ich muss auch wirklich irgendwann. Ich gehe irgendein Haus pennen. Ich bin ja gerade im Hausbau hier nebenan. Er wurde 50 Jahre alt. Nice. Ist ein solides Alter. Der Melanie, ihr Vater, der letzten Freitag Geburtstag hatte. Alles Ach Gute nochmals. So. Alles Jude, guten Schluck und bis die nächsten 50 Jahre. Ich gehe auch mal pennen, ne, hier im Spiel. So, nächster Tag, nächstes Glück. Ja, ich hab mit dir geschlafen. Komm drauf klar! Ey. Ich schlafe mit den Leuten hier beim Spiel. Hallo Esel. Na Esel, reiten wir zusammen? Hallo IA. Ja, es gibt ja so wirklich ja, und der es gibt wirklich Hallo, Vanessa, komische Leute. Abend. Es gibt wirklich Hallo. Leute, die haben ganz komische Ja, aber Ticks es ist und Vorlieben, heutzutage. Ne? Heutzutage ist ja alles irgendwie normal. Es ist irgendwie heutzutage ist es normal. Ist es nicht mehr normal, wenn man nicht non-binär ist? Oder sich nicht als Fuchs definiert. Oder die Frage ist, wenn der Lehrer als Beispiel in der Schule fragt, ja, welche Geschlechter gibt's, ne? Da kommt der eine. Okay, gute Nacht, schlaf gut. Hallo, Vanessa. Ja, lang nicht mehr gesehen. Oh ja, du schreibst schon wieder, Patrick. Du schreibst schon wieder im Chat. Was ist los mit dir? Ich komme immer auf die falsche Taste. Welche ist das überhaupt? Y. Hallo, Vanessa. Ey, schon echt lang nicht mehr gesehen. Oder bisschen geschrieben, gehört. Das ist wirklich ein gefühlt Jahrhunderte her. Was wollte ich machen? Ich bin wieder total aus. Ich bin wieder abgelenkt, man merkt's. Bretter war es Bretter? Bretter? Ich glaube, es war Bretter. Es ist mir doch gegeben. Zum Glück sieht man das nicht im Horizontalen. Oh mein Gott. Du kommst hier nicht rein. Joa, Chipboy, etwa so. Du kommst hier nicht rein. Warum habe ich hier so ein Gewicht hier? Holzstämme, 6 Stück. Okay, gehen wir damit arbeiten. Chipboy, du kommst hier. Autsch. Autsch, Chipboy, du hast mich umgebracht. Ey. Warum bringe ich Leute die ganze Zeit um? Haben die Probleme mit dir? Manchmal habe ich das Gefühl, ja. Das flackert hier, wenn ich was esse. Mein Gott. So. Oh, Chivia. Digga, so. Bleib mal stehen hier. Zeig mir deine Ware. Hey, sprechen du warum? Tierfutter. Oh. Ah, die Schlauchmütze, die brauchen wir später dann noch. Kam ich heute beim letzten Stream, da wurde runtergeladen, perfekt. So, Till, ich komm zurück. Da kann ich den Kollegen, weißt du, es habe ich letzte Aufnahme, es war glaube ich gestern Dienstagmorgen, das war gestern Morgen, stimmt. Da habe ich gepennt zum Aufnehmen, okay, ja, morgen ist Vatertag und in so einem Muttertag. Hä, morgen ist Vatertag und am Sonntag ist Muttertag? Hä? Muttertag glaube ich, aber Vatertag? Gibt's ich glaube, die Deutschen machen das. Ja, Vatertag auf jeden Fall. Wann machen wir den Gendertag? Den LBTQI-irgendwas-Tag. 12. Mai, stimmt. Seit wann gibt's den Vatertag überhaupt? Das gab's damals in der Schule noch nicht. Das gibt's auf jeden Fall nicht in der Schweiz. Der Vatertag ist Sonntag, den 2. Juni. So. Wann ist der Fuchstag? Keine Ahnung, frag das Internet. Wann ist der non-binäre Tag?
Internationaler Fuchstag gibt's irgendwie gar nicht. Aber letztens war irgendwie wieder ganz komisch. Okay, gut. Weil ich für meine Eltern Geschenke gemacht habe und ja, morgen kann ich mich nicht mit dir schreiben, weil... Hä, was? Ach, alles in Ordnung, Vanessa. Ja, ich schreibe eben, sie kann morgen nicht live, nie mit mir schreiben, weil ja, alles in Ordnung. Morgen bin ich eh nicht live. Morgen ist, was ist morgen? Donnerstag? Morgen ist Donnerstag. Morgen, eventuell Donnerstag morgens bin ich auch live. Könnte gut sein, je nachdem, wie lange es der Stream hier gehen würde. Ja, und wir grillen. Oh, bis am Morgen. Grillieren. Ach so, ja, und der wischte die ganze Zeit. Wischen ohne Besen. Wunderschön. Ja, hallo, guten Morgen. Der ist auch gerade aufgewacht hier, ne? Hat wohl noch, der hat wohl noch irgendwas im Kopf gehabt. In Gedanken versunken in einem Traum, dessen Wischparaden hier noch gehen würde. Ich geschlafen und müde. Okay, gute Nacht, Vanessa. Dann gehen Sie bitte schlafen. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Deswegen so offensichtlich ist, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Irgendwie komplett daneben, ne? Kommst du irgendwo vorbei? Irgendwo liegt, ey, aber war das heute oder gestern? Tschüss, geh noch aufs Klo. Ja, dann viel Spaß beim Kacken. Oder was auch immer du machst auf dem Klo. Mittlerweile Geschichten ist aus dem Kackhaus. Ja. Weißt du, wie Kackhaus auf Holländisch heißt? Ein TikTok, oder? Kackhuis. Achso, ja, logisch, ja. Tja, normal. Willkommen to the Kackhuis. Man muss auch manchmal durch alle Kniefel. So, Snapchat. Nein, was ich. Snapchat, nö, ich glaube nicht. Nee, was ich habe, ist X. Und YouTube. Dann hört's mal schnell mal auf. Ja, Patrick, was ist denn los? Gib mir doch mal dein OF. Ich musste zuerst ernsthaft im Kopf nachdenken. Was meinst du mit OF? Die Originalflöte? Und dann irgendwann so, ach so, es gibt ja OnlyFans. Stimmt. Schick mir deinen OF-Account. Ja, wäre schön, wenn ich einen hätte, ne? Dann könnte ich meine alten Unterhosen verkaufen. Das gibt ja Leute, die machen das. Ich wusste gar nicht, was man überhaupt macht. Ah. Ich glaube, ich weiß nicht, Patrick, wie du das siehst, aber ich glaube, es gab eine Zeit, da war bei uns Facebook in der Jugend sehr aktuell aktiv, ja. Also, sagen wir so, vor 12 bis 14 Jahren war Facebook relativ bei uns in der Jugend noch gut aktiv, als wir auch 14, 15 waren. Und dann kam irgendwann Twitter. Und dann habe ich, glaube ich, abgehängt irgendwann mit ganzen Snapchat und Co. Bis morgen vielleicht und ich werde morgen wieder kommen. Ja, ey, und jetzt einen guten Rutsch ins Bettchen. Boah, die produzieren richtig viel Scheiße, die Esel. Vanessa, gut Schlaf, ne? Ich muss mit dem Dödel hier nebenan noch ein paar Stunden durchdaddeln. Was heißt durchdaddeln? Übrigens, ich habe den Laptop heute zur Arbeit genommen, mitgenommen. Ist noch lustig. Warum? Ich hatte keine Zeit, um die Shorts zu bearbeiten und YouTube-Videos zu Dingsen vorzubereiten. Habe ich eben in der Mittagspause gemacht. Ach so. Deshalb habe ich ja das NAS und kann mit dem iPad das Ganze machen. Ja. Man muss das NAS zu Hause immer an sein. Ja, deshalb lasse ich es ja auch über den Mittag laufen. Ich mach das mit meinem, wenn ich sage, tschüss, viel Spaß noch beim Spielen mit dem Freund oder Kumpel, keine Ahnung. Ja. Wir sind viel Spaß, ne? Er ist ein Bekannter. Wer? Ach, du bist ein Bekannter. Ja, du bist mir bekannt, auf jeden Fall. Schon seit längerem. Wäre komisch, wenn nicht. Einfach mal random in Medieval Dice zusammenkommen und spielen. Irgendwas crazy. Man muss ja sich kennen und so. Tschüssi! Das wäre was crazy. Ja. Das wäre was crazy. Ja, crazy. Ich bin auch crazy.
So, und meine Dame hier, die hat wieder total den Schnauf weg. Die ist wieder, die ist am Düdeln, die ist am Durchdrehen. Ich weiß nicht, was Nein, mir fehlen wieder Steine und Baumstämme. Überall fehlen mir Steine, Baumstämme und hast nicht gesehen. Okay. Bewunderst du? Marold, bitte sehr, gehen Sie arbeiten. Hier gibt's nichts zu sehen. Keine Leichen auf dem Boden, keine Leichen im Keller. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Nur Blutspuren auf dem Boden. Das gibt's. So, also, was machen wir heute denn Schönes? Wir müssen vorwärts kommen im Spiel, ne? Ja, gut, wir schieben uns gegenseitig an, ne? Hallo. Hallo, ich muss hier durch, Baustellenbearbeitungsgebühr. Haben Sie Ihren Sold? Können wir übrigens für unsere Leute hier Steuern beziehen? Nein, eben nicht. Komm, wir machen das jetzt. Wir führen das ins Spiel ein. Wir dürfen das. Du bist ja am Häuser bauen, ne? Ja, oh, ich hab viel zu viele Bretter hier mitgehen lassen. Wo ist die Jagdhütte eigentlich? Ich habe keinen Überblick mehr, wo was ist, weil wir so mittlerweile so viel haben. Ah, hier ist die Jagdhütte. Und irgendwie alles gleich aussieht, für, so gefühlt. Hat die Jagdhütte ja da unten? Ja, das ist, glaube ich, das Erste, was wir gebaut haben, irgendwann mal. In unseren Jahren. Ich komm gleich wieder. Till, ich mach kurz StuhlTV. Ach, hier oben ist auch noch Jagdhütte. StuhlTV, was ist so schön daran? Ich weiß es nicht. Man kennt's und man liebt's und man tut's, aber hey. Der TV, das ist auch so ein Relikt aus so alten, nee, eigentlich nicht ein Relikt aus so alten Zeit. Man macht halt andere Dinge, die wir ja tun und lassen. So, wo haben wir noch was? Oder ist hier, ach, die Jüde ist fertig geworden. Das sagt mir auch keiner mehr, ne? Ah, warum sagt mir das keiner, dass die Hütte fertig geworden ist? So, und jetzt bauen wir einfach nur das nächste Hütchen an. Das ist einfach so, weil wir es können, dürfen wir das? Wir nehmen uns einfach nur Haus für Haus an. Ich glaube, wir müssen das irgendwann auch noch im Manor Lords hier machen. Ich habe ja auch letztens, das war gestern Morgen, Manor Lords gestreamt. Nein, falsch herum. Und das müssten wir eigentlich auch da irgendwie etablieren, dass wir da gute Dinge vorankommen. Ich glaube, da haben wir ja echt gute Vorwärts gemacht, ne? Mit Steinbullen war. Ich brauche irgendwas, was uns hier hilft. Warum bin ich? Kann ich den Chat? Okay, ich kann den Chat wirklich ausblenden. Okay. Das sieht nur auf dem Bildschirm so extrem hell aus. Das ist crazy. So, also ich bin zurück. Ja, hallo, du bist zurück. Ich find's auch super. So, wir sind zurück. Ich habe gerade nur nachgeguckt. Lustigerweise auf meinem Bildschirm. Vielleicht ist er zu hell eingestellt. Kann natürlich auch sein. Was ist zu hell eingestellt? Ja, logisch. Mein Bildschirm, mein Laptop-Bildschirm so gesehen, der ist einfach auf Nonsens 100% eingestellt. Logischerweise bin ich dann zu helle auf dem Bildschirm, ne? Bin auch ein kluger Mann. Man merkt es mir nicht an, aber ich bin klug. Hola, was geht? Ein wunderschön. Hola me ilamo seid. Ich glaube, das ist Spannes. Oh, das kann gut sein. Hallo, Molle Moon. Ja, der Mond ist auch mit dir. Sehr gegrüßt draußen. Ja, der Mond ist, glaube ich, ist Leermond oder Vollmond oder ist dazwischen irgendwas? Kann ja sein. Silbermond. Silbermond? Stimmt, die Band gibt's ja auch noch. Oder? Ist es eine Band oder ist es nur eine Tante? Eine gute Frage. Stein, wir haben keinen Stein, wir haben kein Holz. Toll. So. Bitte gehen Sie aus dem Weg. Wir haben hier. Ihr seid schon ewig hier. Ihr seid schon seit gestern hier, genau auf der gleichen Stelle.
Was tut ihr nur? Ihr Nichtsnutze, wir haben euch eingestellt, um zu arbeiten und nicht um zu quatschen. Gut, vielleicht ist Arbeit auch Kinderkrieg, aber so macht man doch keine Kinder. Geht arbeiten. Och, ey, hören Sie bitte auf, ich muss hier... Da, seid ihr jetzt mal Magnete, die man nicht durch... Hallo? Jetzt aber. Mann, hier muss man für Recht und Ordnung sorgen. Für Rechts- und Linksordnung. Für Rechte und linke Ordnung, so wäre es eigentlich genau gewesen. Mann, ey.